Leute, ich sag's euch, das ist hier so epic gerade. Alter, wie cool ist das denn gerade? Feier's nur noch gerade. Genau wegen sowas bin ich so gern unterwegs. So, es wird jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Ich sag mal, gute Nacht. Morgen gucken wir uns mal die Gegend um den Ararat um. Ich bin echt gespannt. Willkommen zum weiteren Video auf meinem YouTube-Channel. Wir sind am Fuße des Ararat und ich mache ein Setup-Video Elektrik, beziehungsweise was wir haben, um autark hier überhaupt unterwegs sein zu können. So, als allererstes fangen wir an mit dem Faltpanel. Und zwar ist es das MSP Sun Wallet. Und das geht dann mit so einem Kabel hier rein und ist dann an einem von den zwei Reglern angeschlossen, an dem hier in dem Fall. Der andere, den zeige ich euch jetzt. So, und dann haben wir hier weitere Solarpanel hier oben, 4 Solarpanel. Das sind jeweils 30 Wattpanel. So, das sind die Solarpanel auf dem Dach. Dann geht es unten weiter. Komm mal mit. Und zwar haben wir hier quasi unseren Regler für den Inverter. Den kann ich hier quasi an- und anschalten. Sehe dann, wie viel die Verbraucher aktuell brauchen. Ich lade hier so ein paar Sachen, vieles nicht. Und hier können wir dann sehen, wie viel Strom reinkommt. Aktuell 6,27 und 83 Watt, 13,3 Volt. Mal Batterie, das ist quasi die Bordbatterie. Die Hauptbatterie, von der ich quasi alles ausmache, also die Starterbatterie, ist das. Weil wir haben mit dem Fahrzeug ja nicht viel Platz. Das ist eine AGM, die hat 110 Ampere. Die befindet sich bei meinem Fahrzeug jetzt hier drunter. Da kommen wir jetzt halt nicht hin. Spielt aber jetzt auch keine Rolle. Und hier ist unser Inverter. Der ist hier ganz spartanisch installiert. Ja, mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen. Der leistet 1500 Watt Sinus, echtes Sinus. Das war mir wichtig, dass ich gescheiten Strom habe, weil ich den einen oder anderen Verbraucher habe, der halt empfindlich reagiert auf, ja, ich sag mal, schlechten Strom. Weiter geht's. Hinten sollte quasi ich kein Licht haben für Solar oder was auch immer, habe ich hier quasi noch eine Batterie mit 220 Volt Anschluss. Darüber speise ich dann quasi den Active Charger, der steht dann auf Supply, und dann habe ich da quasi Spannungsversorgung. Bedeutet, ich habe dann immer gleichbleibende Spannung. Mit dem SI 15 lade ich auch die Batterie während der Fahrt. Kann ich hier switchen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber da kann ich switchen und kann dann jederzeit die Batterie wieder aufladen. Die Batterie, die ich drin habe, die hat 2,1 Kilowattstunden. Das reicht für uns locker für eine Woche. Mit Kühlschrank und so weiter. Im Prinzip war es das schon.
weil einige gefragt haben, habe ich jetzt gedacht, mache ich das Video. Also der Plan ist es, so hoch wie möglich auf den Ararat hochzufahren. Ich weiß auch noch nicht, ob ein G500 da Probleme kriegt motortechnisch. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt durchfahren dürfen, weil da ist voll der Militärposten mit Maschinengewehren und was weiß ich was alles. Rechts ab. Und Stopp und keine Ahnung was, was hier abgeht. Und echt krass, was hier abgeht, aber ich denke, das ist einfach eine stinknormale Kontrolle. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Und guck mal, was da für ein Panzer ist, oder was ist das? So, also wir müssen jetzt umdrehen. Warte. Also, die haben uns ja jetzt nicht durchgelassen, weil die sagen, das ist Terrorgebiet. Und die haben keine Befugnis, uns da durchzulassen. Wir fahren da hoch. Wie seht ihr das? Weiß nicht. Und du? Wir sind jetzt hier in diesem Amt und müssen uns noch irgendwie Unterlagen holen, damit wir hier reinschauen können. So, O-Ton von dem Typ jetzt in dem Büro. Ja, ihr braucht ja nichts. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Polizeipunkt Militärposten hat uns da nicht durchgelassen. Ja, dann fahrt einfach irgendwie außen rum. Das passt schon. Das interessiert keinen Menschen in Wirklichkeit. Also wir sind jetzt einfach an den Militärposten vorbeigefahren. Ganz entspannt, wie jeder andere auch. Also ich verstehe nicht, warum es den überhaupt gibt. Was für ein Spaß. So. Also. Sprich, das hat sich wirklich bewahrheitet. Einfach. Da im Amt haben sie ja mir auch gesagt, ja einfach am Militärposten, da gibt es 2 Straßen, die weiter, kommt man einfach an den vorbeifahren. Da ist dann keiner. Was haben wir jetzt gemacht? Was für ein Schwachsinn. Und deshalb sind wir zum Amt gegangen. Damit wir das hören, dass wir außen rumfahren sollen. Alter, echt unnötiger Quatsch ist das. So, wir haben es geschafft. Das ist jetzt quasi der Weg da hoch. Schauen wir mal, wie hoch wir jetzt fahren. Abgefahren, oder? Wie abgefahren ist das bitte hier? Wir sind jetzt in kürzester Zeit ziemlich hoch gefahren. Leute, das ist so wirklich das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Okay, ist das irre. Da sind wir gerade hochgefahren. Wie krass ist das denn, ey? Alter. Und, wie findet ihr es? Super! Leute, da sind wir gerade hochgefahren. Irre! Was, in was für einer kurzen Zeit wir hier hochgefahren sind. Wir sind jetzt auf einer Höhe, wo man jetzt langsam wirklich aufpassen muss. Da hoch geht es auch noch ein ganz schönes Stück. Wirklich noch ein ganz schönes Stück.
ich sag mal so, ich glaube, wir machen hier jetzt Pause, lange Pause, und machen dann vielleicht später weiter oder morgen. Mal schauen. Julius und Luisa beim Kochen. Was kocht ihr denn Tolles? Ramen-Nudelsuppe, gell? Habt ihr es euch selber ausgesucht? Boah, das sieht da richtig gut aus. Das ist echt irre. Und die Straße da hinten, das ist so krass. Vor 2 Stunden waren wir da unten und sind jetzt hier. Also das ist so krass, wie schnell man hier Höhenmeter macht. Hier geht es halt einfach nur steil hoch. Ich bin mal gespannt, ob das für die Karre am Schluss problematisch wird, die Höhe. So, wir sind jetzt hier im Basecamp. Ab hier kann man gar nicht mehr weiterfahren. Von da unten sind wir gekommen, von der Straße da. Irre, in was für einer Zeit wir das geschafft haben, hier hochzukommen. Höher können wir jetzt leider nicht mehr. Das sind die ganzen Basecamps hier. Da geht's hoch. Da oben ist Basecamp 2. Das hier ist alles nicht mehr mit dem Fahrzeug zu befahren. Bis da oben warmer. Das ist der letzte Punkt. Mehr geht nicht. Und das war's. Hier ist auch nochmal Leute, die hier noch irgendwie campen, bevor es losgeht. Tough Travel. Also Leute, ich sag's euch, die Sonnenstrahlen gerade und wir wandern gerade ein bisschen. Also er hat Kopfschmerzen. Hat ganz stechende Kopfschmerzen gekriegt, gell? Blöd. Ja, deshalb brechen wir jetzt hier ab. Schade, gell Julius? Wir wollten eigentlich noch ein bisschen hoch. So, jetzt latschen wir hier einfach wieder runter. Was für ein Ausblick. Geisteskrank, oder? Das sieht so krass aus. Das ist wirklich, wirklich so. Also ich hätte gern jetzt hier noch mal eine Nacht übernachtet, aber die Kinder wollen, dass ich weiter, also dass wir weiterfahren. Also war es das jetzt mit
Art. Tschüssi.